mal vor. Wir würden untereinander darüber nachdenken, was machen wir am besten mit Kindern zwischen 6 und 18 Jahren und es gäbe keine Schule. Also wir müssen jetzt eine Schule erfinden, ob wir das Schule nennen oder anders. Und dann würden wir unsere Gedanken einbringen, dann würden wir sagen, was ist wichtig, wie müsste man das machen. Dann würden wir uns vielleicht noch Hilfe holen, dann würden wir Entwicklungspsychologen fragen, Kinderpsychologen, Lerntheoretiker. So, und dann würden wir gemeinsam von der Wurzel an sagen, wie geht Lernen, wie ist in der Psyche von Kindern bestellt, wann lernt man gerne, unter welchen Bedingungen, und dann würden wir etwas erschaffen. Das hätte mit 95% der heutigen Schulen vermutlich nichts mehr zu tun. Die spannende Frage ist, wie kommen wir dann aber dahin? Und das Wichtige ist, dass wir in der Bildungsdiskussion in den letzten 10 Jahren uns ganz selten die Frage gestellt haben, wie sollen denn Schulen mal in 10 Jahren aussehen? Was wäre denn eine tolle Schule, wo wir hinwollen? Sondern wir führen seit langer Zeit eine Diskussion von Gründen, warum das eine nicht geht, gegen Gründe, warum das andere nicht geht. Das heißt, die Schuldiskussion